Unter den Füßen von Schwester Veronika Fuhrmann und Peter Heller vom Bund Naturschutz raschelt das Laub. Es fällt von rund 400 Bäumen, die hinter dem Kloster der Kongregatio Jesu in Pasing stehen. Um 1860 ließ sich die Ordensgemeinschaft im Münchner Westen an dem kleinen Fluss Würm nieder. Sie erwarben den mehrere Hektar großen Park, waren Selbstversorger und eifrige Gärtnerinnen. Sie haben ihn am Anfang mit eigenen Kräften gepflegt. Wir hatten früher mal genügend Schwestern, die sich auch um Haus und Hof und Garten gekümmert haben. Und das hat sich noch relativ lange so erhalten. Erst in den letzten Jahrzehnten und Jahren ist es eben so, dass wir nicht mehr die eigenen Kräfte zur Verfügung stellen können und konnten. Schwester Veronika Fuhrmann und die Leitung der Ordensprovinz wollen den Park unbedingt bewahren. Darum haben sie ihn an den Bund Naturschutz verkauft. Das Geld dafür hat er aus einer Erbschaft bekommen. Über den Preis ist Stillschweigen vereinbart. Die Schwestern hätten den Park aber auch mit höherem Gewinn an Investoren oder Privatleute verkaufen können. Das ist richtig, die Möglichkeit hätten wir gehabt. Und das ist eine Frage, die sich uns immer wieder stellt, wenn wir an Verkäufe denken, an Reduktion denken. Wir müssen eine Balance einhalten zwischen notwendigen Einnahmen, die wir brauchen, um unsere Schwestern zu versorgen. Wir haben sehr viele alte Schwestern. Und auf der anderen Seite ist uns aber ja, sehr wichtig, auch nachhaltig und werteorientiert voranzugehen. Und im Falle dieses Pasinger Parkes war uns eben sehr wichtig, dieses ökologische Kleinod zu erhalten. Und von daher die Wahl auf den Bund Naturschutz. In dem ökologisch wertvollen Park soll sich möglichst wenig ändern. Zudem dort auch ein historischer Schatz ruht. Ja, wir stehen hier am ältesten Teil der Bausubstanz hier in Pasing. Das ist die Säule aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die gehörte zu einem Schloss, das später zu einem Wasserschloss umgebaut wurde und bis ins Anfang des 19. Jahrhunderts hinein bestand. Und es ist eben dieses alte Gewölbe, was die Würminsel so wertvoll macht hier. In dieses Gewölbe könnten vielleicht wieder einmal Bewohner einziehen. Der Bund Naturschutz schließt nicht aus, hier Fledermäuse anzusiedeln. Das dürfte aber noch dauern, wenn es überhaupt möglich ist. Andere Gäste kommen dagegen schon seit längerem vorbei. Die Biber, die nur in der Dämmerung auftauchen. Jede Biberfamilie hat ungefähr 1 Kilometer Würm oder Fluss, den sie besiedelt. Und so sind die Biber hier. Und das war eine der ersten Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass wir die vielen Bäume mit passivem Biberschutz versehen. Ungefähr 80 Bäume mussten mit den entsprechenden Matten versehen werden. Sonst sind die Biber Peter Heller aber willkommen. Schließlich hat der Bund Naturschutz die Tiere selbst vor einigen Jahren wieder angesiedelt. Sie gehören zum Ökosystem an der Würm im Münchner Westen. Und auch der bisherige Klosterpark spielt dafür eine herausragende Rolle. Das ist hier mit das älteste Naturgelände, was es in Pasing gibt. Die Bäume sind die mächtigsten, die es überhaupt hier in dem Stadtteil noch hat. Mächtiger als die im Pasinger Stadtpark. Das ist die Verbindung von hier bis Richtung Gräfelfing als Frischluftschneise und Kaltluftentstehungsgebiet und bietet natürlich eine unglaubliche Vielzahl an Flora und Fauna. Und auch die Pasinger sollen was von dem Kleinod haben. Von den 2 Hektar werden wir sicherlich gut die Hälfte der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dazu gehört insbesondere die große Streuobstwiese im Klostergarten. Aber auch ein Teil des Angesichts der Würmschleife. Und das Nähere werden wir in den nächsten Monaten gemeinsam beraten, weil es soll eine Gestaltung auf ewig sein, die eben der Bevölkerung hier und allen NaturliebhaberInnen zugutekommen soll. Peter Heller will sich noch nicht festlegen, ab wann das sein kann. Doch klar ist, der Bund Naturschutz wird dieses Biotop erhalten. Genauso wie das die Ordensfrauen in den 160 Jahren zuvor gemacht haben.